Taneri Pavasana ist eine schöne Übung zur Flexibilität der Hüften. Taneri ist übrigens der Name eines Yogameisters, der in der Hatha Yoga Pradipika im ersten Kapitel Vers 7 als Siddha, als Selbstverwirklichter beschrieben wird. Judith zeigt, wie Taneri Pavasana geht. Zunächst strecke die Beine nach vorne aus, Langsitz. Dann beuge die Knie etwas und gib die Fersen zusammen und gib die Knie nach außen. Dann beuge dich nach vorne und gib die Ellbogen auf die Fersen und gib dabei die Stirn in die Handballen. Atme dabei tief ein und aus, lasse den Kopf ganz unterstützt auf den Händen und genieße so Taneri Pavasana.